Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen ersten Einblick in ein neues Spiel, und zwar in Genshin Impact. Das hat so ein bisschen Wellen geschlagen, denn es könnte das neue Breath of the Wild werden, das neue Zelda werden. Ja, es kommt ja bald ein Zelda 2 raus. Ist noch ein bisschen hin, ehrlich gesagt, aber Genshin Impact sieht schon sehr, sehr stark nach Breath of the Wild und nach der ganzen Richtung aus. Aber ohne lange rumzureden, gucken wir erstmal ein bisschen in das Spiel rein und reden dann mal ein bisschen darüber. Soweit zu Genshin Impact. Ich finde, das Ganze sieht richtig, richtig gut aus. Und gerade wenn man mal noch so ein bisschen das Ganze sich nochmal anschaut, ist es, hey, es ist sehr, sehr stark an Zelda orientiert. So dieses, wir wachen auf, wenn man sich an das alte Zelda, Breath of the Wild erinnert, wir wachen auch auf in einer großen, unberührten Welt mit, ja, viel Grasland, was hier auch der Fall ist, so schönen, kleinen, verschlafenen Dörfchen. Und dann haben wir aber hier die Möglichkeit, dass wir zwar auch wie in Zelda rumklettern können, aber wir haben unterschiedliche Charaktere. Und wir können da auch so ein bisschen frei wählen. Übrigens hier auch das Rumfliegen. Ja, in Zelda haben wir den Gleiter. Hier haben wir aber auch diese Drachen, sehen richtig schön aus. Oh mein Gott. Aber ansonsten erinnert das natürlich auch, was wir hier später gesehen haben. Erinnert gerade das Kämpfen auch. Hier, die Bogenkämpfe, die, naja, diese mechanischen Gegner. Es erinnert sehr, sehr stark an die Zelda-Sache, auch an diese Gegner mit den Schilden. Die erinnern da extrem an diese, naja, an diese Kobolde, die hier außen auf dem Feld standen. Aber es sieht deswegen nicht weniger cool aus. Ich bin total gehypt davon. Ich muss sagen, mir gefällt dieser Stil sehr, sehr gut. Ihr könnt mir dazu ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euer erster Eindruck von Genshin Impact ist. Und ob ihr euch darauf freut, das bei uns zu sehen oder vielleicht auch sogar selber zu spielen. Ich bin über eure Meinung gespannt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.